Mit uns sind jetzt bei der Diskussion Erich Schuster, Bereichsleiter IT und Innovation der Casinos Austria und österreichischen Lotterien. Erich, herzlich willkommen. Ein Applaus. Christoph Sorg, Head of Innovation bei Romberg Bau AG. Ein Best Practice Case heute gemeinsam mit VLabs präsentiert. Christoph, servus. Lukas Meusburger, Co-Founder und Managing Partner von VLabs Vienna und Vorarlberg natürlich. Herzlich willkommen, Lukas. Und René Berger, Co-Founder, Business Angel und natürlich Gesellschafter bei Up2Eleven. René, hallo. So, wir haben jetzt am Vormittag viel gehört über das Thema Company Building. Wie macht das VLabs, wie macht das Up2Eleven, die beiden Best Practice Beispiele, einmal mit Romberg und einmal bei euch InstaHelp. Waren spannende Themen dabei. Jetzt würden wir natürlich auch gerne ein bisschen über die Stolpersteine und Worst Practices reden und vielleicht da und dort noch mehr ins Detail einsteigen. Erich Schuster war jetzt bisher noch nicht in der Diskussion und es hat mit Christoph Richter mal gesagt, die Frage wäre auch spannend, warum macht man das eigentlich überall? Ist das outgesourced Innovationsabteilung, wenn man intern das Know-how nicht hat, oder wie ist das jetzt eigentlich wirklich mit diesem Company Building? Wie ist das jetzt bei Casinos Austria? Macht ihr sowas? Ist das etwas, was spannend ist für euch, und wieso ja oder wieso nein? Also guten Morgen, auch von meiner Seite noch einmal und herzlich willkommen bei uns im Innovation Hub. Die konkrete Frage vom Dejan ist, machen wir es derzeit? Nein, wir machen es derzeit im Moment in dieser Form, wie es präsentiert ist, nicht. Im Moment konzentrieren wir uns auf Entrepreneurship und auf Kooperationen mit Startups. Company Building ist für uns schon längere Zeit ein bisschen im Horizont, im Fokus. Ist das vielleicht ein alternatives Modell, das wir uns näher anschauen sollten? Und dazu haben wir heute eben diese Veranstaltung getriggert, damit wir sehen, wo sind die Best-Practice-Beispiele, was können wir uns anschauen und wo sind auch möglicherweise die Pitfalls, die wir vielleicht vermeiden sollten, wenn wir dieses Modell uns näher anschauen. Wieso habt ihr noch nicht zugeschlagen? Wir haben deshalb noch nicht zugeschlagen, weil ein bisschen aus unserer Sicht das regulatorische Umfeld da für Company Building mit externen Firmen ein bisschen schwieriger ist vielleicht als in anderen, wie wenn man im Kernbereich des Glücksspiels unterwegs ist für Casinos und Lotterien. Da ist man immer sehr dann bei einem nahen Finanzministerium dran, da braucht man Genehmigung, da braucht man Aufsichtsräte und bla 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 bla. Also da muss man sehr gut vorbereitet sein auf diese Fragen, die dann alle kommen. Deshalb haben wir es auch etwas noch auf die lange Bank geschoben, und die grundsätzlichen Probleme, die angesprochen worden sind, auch in den Präsentationen, ist das Thema Ressourcen natürlich. Das Thema Ressourcen, wenn man eine Organisation ist, die eben auf Effizienz getrimmt ist, mit 100% Auslastung möglichst oder bestens nach 120% Auslastung, dann ist das Thema ja grundsätzlich naheliegend, einen Company Builder zu adressieren, aber es braucht eben auch Involvement und Commitment seitens des Top-Managements, aber auch eben die entsprechenden Mitarbeiter, die in dem Company Builder mitarbeiten könnten, und die, an denen fehlt es im Moment auch. Lukas und René, sind das Probleme, die ihr dann doch auch immer wieder bei den Kunden draußen hört, bei den Corporates, wenn sie sagen, hey, schwierig eine GmbH extern zu gründen, weil da muss ich durch die Gremien, oder vielleicht gibt es noch regulatorische Hürden dazu. Gibt es da sozusagen Red Flags für Company Building, oder findet man Lösungen dazu? Also ich glaube, grundsätzlich kann man für alles eine Lösung finden. Das ist sozusagen meine Grundeinstellung. Ich glaube, wenn man die nicht hat, dann darf man sozusagen sowieso nicht ins Gründergeschehen einsteigen und schon gar nicht das quasi laufend machen. Also ich glaube, das muss einmal die Grundeinstellung sein. Um konkreter zu werden, ja, wir haben auch Fälle, wo das immer wieder schwierig war, also auch konkret zu sein. Mit den Vorarlberger Kraftwerken machen wir in Vorarlberg einiges schon relativ lange. 100%iges Landesunternehmen. Ganz schwieriges Thema, da wirklich neue Gesellschaften zu gründen. Was haben wir gemacht? Wir sind dann einfach relativ lang in einem, sagen wir mal, virtuellen Modus geblieben. Also man kann ja ein Startup auch betreiben, ohne dass er seine eigene GmbH hat. Man hat halt ein eigenes Team, das hat halt einen theoretischen CEO, der ist halt nicht Geschäftsführer einer GmbH. Da ist dann halt wirklich ein Projektleiter, der das leitet wie ein Startup. Und da kann man relativ viel dann auch so machen, also nur als ein möglicher Lösungsansatz. Und dann auf das zweite Thema gleich zu sprechen zu kommen, dieses Thema Ressourcen. Ja, das kennen wir sehr gut. Also ich glaube, aus beiden gibt es ja zwei Dimensionen davon. Auf der einen Seite wirkliche Umsetzungskapazität im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, glaube ich, ein Problem, das man durch Company Building sogar eher adressiert, wenn die Ressourcen intern nicht vorhanden sind, dass man durch das, dass man eine zusätzliche Firma dazu holt, dem Problem sozusagen entgegentritt. Auf der anderen Seite, was es braucht, und da bin ich fest davon überzeugt, wenn niemand vor der Organisation da ist, der Zeit hat, sich aktiv einzubringen, dann ist das schon eher ein größeres Problem. Also wir haben auch aus diesem Grund in der jüngsten Vergangenheit auch ein Projekt nicht gestartet, weil dann in einem
dem Corporate Partner einfach die Ressourcen nicht da waren. Und das wäre ein Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich meine Frage der Priorisierung, wo es denn hingehen soll. Du hast gesagt, dass ein Company Builder jetzt in eurem Fall, aber auch im Fall von Up2Eleven, das unternehmerische Risiko mit übernimmt. Das ist wahrscheinlich schlussendlich der Unterschied zu einer reinen, überspitzt formuliert, Personalbeschaffung und Outsourcing von Ressourcen, oder? Ja, genau. Also ich glaube, es ist nicht nur das Risiko, es ist halt, wer wir sind. Und der Andreas hat es in seinem Vortrag schon kurz gesagt. Wir sind halt Unternehmer. Ja? Also wir kommen wirklich aus der Eigengründung. Wir gründen auch eigene Startups. Also es gibt momentan konkret 3 Projekte in Wahrheit, die aktuell selbst in der Gründung sind. Startups, die wir ohne Corporate Partner gegründet haben, die leben auch zum Großteil noch. Ethos zum Beispiel. Und daher kommen wir. Also es ist nicht nur, ich sage mal, eine Risikoteilung, wo wir uns beteiligen und mit ins Risiko gehen, es ist aber auch schon ein bisschen Mindset. Also das sind schon unsere Babys und wir sind nicht Agentur und machen das genauso, wie ihr das haben wollt. Also da involviert man sich schon deutlich mehr oder sozusagen persönlich einfach involviert ist und einen ganz anderen Zugang hat. Also das sind unsere Firmen trotz allem auch. Ja. Christoph, diese Warum-Frage vielleicht auch noch einmal an dich. Und wo liegt jetzt der Unterschied zwischen einem Company Builder und, sage ich jetzt einmal, einem Entrepreneurship-Programm, das ihr, glaube ich, auch verfolgt? Ja, wir verfolgen beides. Das Warum ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Auf der einen Seite zum sehen, wir selber als Baufirma haben nicht die Kompetenzen aktuell bei uns in-house, damit wir diese Themen angehen können. Wir haben sehr, sehr gute Bauleiter, wir haben sehr, sehr gute Projektleiter, wir haben in den Bereichen sind wir wirklich top unterwegs, aber in den neuen Bereichen, wo man erst neugierig werden muss, oder wo wir unsere Mitarbeiter begeistern können durch Vorzeigethemen, wie wir es jetzt versuchen, oder um dann eben zu sagen, ja, in die und die Richtung möchte ich mich weiterentwickeln, das ist schon ein Hauptgrund, um auch später dann die Organisation mitzunehmen. Dieses Thema neugierig machen, durch die eine Seite, man kann es ihnen nicht auferlegen, oder? Und auf der anderen Seite schafft man es dann mit ersten Themen, die natürlich ein bisschen dauern, dass die Mitarbeiter sagen, hey, ich hätte auch eine Idee und komme dann in die Richtung, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und geht es jetzt in Company Building grundsätzlich, so wie ihr das jetzt kennt oder macht, eher um, sage ich jetzt einmal, eine Methodik, wie man inkrementelle Innovation schneller vorantreibt und auf den Boden bringt, oder geht es da um die disruptiven Ansätze? Oder anders gefragt, ist die Tatsache, dass man mit den internen Strukturen mit dabei ist, im Projekt nicht eine Bremse für Disruption? Ja, es geht zum einen um die inkrementellen Innovationen, die aber durch die Mitarbeiter in der Organisation eigentlich selber getragen werden müssen. Da können wir bloß Hilfeleistungen für neue Methoden zur Verfügung stellen. Im Innovationsmanagement bei uns geht es eigentlich klar um die disruptiven Themen, wo wir angehen wollen. Und da brauchen wir gar nicht so viel von den Internen, oder? Nur, wie ich schon gesagt habe, das neugierig machen, damit wir dann mit den Partners von VLabs gemeinsam neue Dinge bewegen können, das ist das Spannende. René, wie entscheidet ihr, wann wird jetzt ein neues Projekt im Sinne eines Company Building Zusatzes gestartet? Was muss da vorliegen? Also ich möchte ganz kurz ausholen, wenn ich 5 Minuten Zeit habe. Ich bin das erste Mal in diesem Haus gewesen am 27. November 2002. Damals war ich bei March 15, einer der Gründer und Investment Manager, und wir hatten eine Kooperation mit den Firmen Max Mobil und Siemens. Diese Kooperation hieß MSM für March 15, Siemens Max Mobil. Und das Ziel war es, im Sinne von Innovationsmanagement neue Startups zu finden und mit dem Support dieser 2 Entities zu entwickeln. Wir haben, ich glaube, 8 Monate Ausschreibungen laufen gehabt, wo es laufend Startups sich beworben haben. Das ist auch medial präsent gewesen. Und ich habe die March 15 damals in dieser Zusammenarbeit vertreten, und mir ist aufgefallen, dass es einen komplett unterschiedlichen Zugang zur Kooperation zwischen diesen 3 Unternehmen gibt. Vereinfacht gesagt, und das ist jetzt wirklich vereinfacht und vielleicht auch ein klein wenig zugespitzt, wollte Siemens
Programmierstunden verkaufen, wollte Max Mobil eine super Geschichte für ihr Marketing haben und wir haben uns gedacht, uns kennt eigentlich bisher fast niemand und wir können mit diesen zwei großen medial gut mitschwimmen und damit unsere eigene Wichtigkeit hervorheben. Das Ganze hat dann eben geendet, oder nicht geendet, sondern es war ein neuer Start, sagen wir mal, mit einer Preisverleihung hier im Haus, unten Studio 44, wo ich gemeinsam mit dem heutigen CEO der Post, mit dem Herrn Pölzl und mit dem Herrn Geiger den Preis verliehen habe an das beste Startup. Und zwar war das 2002 ein Unternehmen, das ein Babyfon über Mobiltelefon entwickelt hatte. Das ist dann auch aufgenommen worden in den internen Company Builder, hat es damals nicht geheißen, aber so ähnlich, von Siemens, der hieß SMAC, S-M-A-C, und dort wurde das auch noch ein Jahr weiterentwickelt. Nach dieser Preisverleihung ist die Kooperation zwischen Max Mobil, Siemens und March 15 quasi de facto beendet gewesen. Wir haben daraus Folgendes gelernt. Das Interesse war bei allen da, der gute Wille war auch bei allen da. Der Zugang war ein komplett anderer und der erklärt sich im Prinzip auch ganz einfach. Der Gründer oder auch der Frühphasenfinanzierer, der wir damals ja auch waren, möchte Risiko auf sich nehmen und ein tolles Unternehmen aufbauen. Und der Corporate möchte das zwar strategisch vielleicht auch, aber aus einem anderen Grund, nicht weil er dafür brennt, sondern weil er strategisch seine Zukunft absichern möchte. Und wer kümmert sich in einem Corporate dann um solche Strukturen, zumindest war das unsere Erfahrung damals, dass es so wahrscheinlich nicht wunderbar funktioniert, Leute, die eigentlich, allein schon aus karrieretechnischen Gründen, im Konzern kein Risiko eingehen wollen. Das war zu der damaligen Zeit ein echter Hemmschuh. Wenn ich heute zuhöre, was für Sachen hier gemacht werden, dann hat sich das schon verändert. Ja? Da gibt es jetzt eine andere Mentalität, ein anderes Verständnis. Das ist, sind auch mittlerweile was 17 Jahre ins Land gezogen seit dieser Geschichte. Und die Sachen haben sich hier verändert. Worauf schauen wir? Wir schauen darauf, dass unser Speed nicht verloren geht. Wenn wir glauben, dass wir den Speed mit einem Corporate auf den Boden kriegen und er die Finanzierung unterstützen kann, dann sehr gerne. Die Erfahrung ist aber, dass wir die Unternehmen selbst entwickeln. Gott sei Dank haben wir ausreichend finanzielle Mittel beziehungsweise ein Netzwerk, das die Finanzierungen mit übernimmt und damit dann mit Unternehmen, die schon eine gewisse Position am Markt sich erarbeitet haben, zu Corporates gehen und dann die Kooperation suchen. Beispiel ist Nuki. Da haben wir es ganz am Anfang mit einem großen deutsch-französischen Konzern probiert. Das ist gescheitert, weil die Marketingabteilung nicht wirklich dran geglaubt hat. Welche von innen? Nein, die Marketingabteilung vom großen Konzern in deutsch-französischen Konzern. Wir haben das dann selbst entwickelt mit privaten Finanzierungen und haben letztes Jahr dann einen Corporate reingeholt, nämlich Allegion, der die weitere Finanzierung übernommen hat und für den das die Möglichkeit war, strategisch einen Zukunftsmarkt zu besetzen. Aber jetzt kurz nachgefragt, wieso die Marketingabteilung des französischen Corporates, wieso nicht die Innovationsabteilung, wieso seid ihr eigentlich in der Marketingabteilung gelandet dort? Weil am Ende des Tages, glaube ich, auch wenn es eine Innovationsabteilung gibt im Unternehmen, entscheidet irgendwann einmal der Vorstand und der Vorstand wird sich die Sales- und Marketing-Leute holen und sie fragen, glaubt ihr, dass man damit Geld verdienen kann? Und wenn die dann sagen, ja, dann hat es eine Chance. Und wenn die sagen, ich glaube, das wird schwierig, dann wird es das Projekt vielleicht innerhalb des Corporates nicht geben. Okay. Ein Thema finde ich auch noch spannend, du hast das eh schon ganz kurz erwähnt, nämlich mit welchen KPIs steuere ich dann solche Projekte? Kippe ich sie dann irgendwann, wenn sie inkubiert sind, sage ich jetzt einmal, in die bestehende Managementstrukturen hinein und Klammer auf, bring sie damit um, Klammer zu, oder wie geht man damit am besten sozusagen um? Welche KPIs empfiehlt man da für diese neuen Projekte? Also dieselben wie im Kerngeschäft arbeiten, oder ganz andere? Ich glaube, da muss man zwei Phasen unterscheiden und in Wahrheit sind es drei.
Die erste Phase ist die des Startups. Da würde ich empfehlen, zwar KPIs zu haben, sie aber primär als Zielsetzungen zu verstehen. Die zweite Phase wäre die der Integration in das Kerngeschäft oder in das operative Geschäft eines Corporates. Und die dritte Phase ist dann, wie der Corporate daraus eine eigene Abteilung, ein eigenes Produkt macht. Da ist es definitiv dann der Zeitpunkt, wo das in die normalen Managementstrukturen des Corporates übergehen muss. Die wirklich kritische Phase ist natürlich die dazwischen. Der Anfang der Kooperation. Wie ist das Verständnis zwischen den Zielsetzungen des Corporates und der Realität des Startups? Das sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Und in dieser Phase, glaube ich, muss das eine Sonderposition haben, wo nicht die klassischen und standardisierten Management Procedures drüber gefahren werden. Christoph, wie ist das bei II? Kriegst du ab der nächsten Woche einen Monatsreport, wo drinnen Umsatzabweichungen stehen und Red Flags und du musst das aufholen, oder wie wird das gemanagt? Ich hoffe. Nee, also rein von der Vorgehensweise, wie wir es gemacht haben, wir haben am Anfang auch die Immobilienentwicklung, die Hausverwaltung, die Rechtsabteilung mit ins Boot genommen, die Geschäftsführung mit ins Boot genommen und haben dann, Andi, kannst du ein Lied davon singen, sehr viele harte Diskussionen gehabt, oder? In dem Bereich, oder? Und dann wollten wir Businesspläne sehen und dann haben die Rechtsabteilung, die Immobilienabteilung den Businessplan natürlich auseinandergenommen, ist ja klar, wenn man eine Idee hat, kann man den immer so hinbauen, dass es für den einen passt und für den anderen nicht passt. Von dem her ist es jetzt auch ein großes Learning, einfach mal machen, die 3-6 Monate einfach mal auszuprobieren und schnell am Kunden zum Testen, oder? Und dann erst kann man sich Gedanken machen, wie schaut der Businessplan wirklich aus, oder? Wenn wir jetzt die Themen hergenommen hätten, wie wir gestartet sind mit dem Use Case für die Hausverwaltung, dann wären wir in ganz viele rechtliche Regulatorien reingelaufen, dann hätten wir ganz, ganz viele Mitbewerber gehabt und. Und durch das, dass wir jetzt den Freiraum gegeben haben, die Dinge mal so zu probieren und auch so viel Schlangenlinien in dieser Zeit, in diesem Sprint sozusagen zu machen, wären wir nie, wenn wir jetzt am Anfang schon einen Businessplan festgelegt hätten und mit monatlichen Reporting, was auch immer, dorthin kommen, wo wir jetzt heute stehen. Das muss man auch offen lassen. In der frühen Phase, ja, später braucht es natürlich dann gewisse Gates und gewisse Themen, die das Business dann erfolgreich machen. Oder? Lukas, wie viel Erwartungshaltungsmanagement muss man da als externer Berater Richtung Vorstand betreiben? Wir haben nämlich als Broadcasten begleiten wir solche Prozesse seit 4 Jahren circa. Und wir haben schon Fehler auch gesehen, wo etwas gestartet wurde und nach einem Jahr dann wieder eingestellt wurde, weil man gesagt hat, da ist zu wenig Umsatz rausgekommen, obwohl das eher Themen sind, die man in 5 bis 10 Jahren Perspektiven sozusagen messen würde. Also wie stark ist da als Externer, bist du gefragt, um dieses Erwartungshaltungsmanagement zu betreiben? Jetzt hast du mir ein super Stichwort gegeben, muss ich natürlich gleich widersprechen. Wir sind natürlich keine Berater in diesem Prozess, sondern Mitgründer, Co-Founder, Partner. Wir sprechen auch bewusst nicht von Kunden, sondern immer nur von Corporate-Partnern. Eine Beratung gibt es ganz, ganz, ganz vielleicht davor, wenn Setup sozusagen nicht so vorhanden ist wie bei euch. Also wenn man daran arbeiten muss, um eine Organisationsstruktur zu entwickeln, dann gibt es vielleicht eine Beratung, aber im Company-Building gibt es keine, da sind wir Partner. Wie stark muss man Erwartungsmanagement betreiben? Also das hängt extrem davon ab, wie das Mindset ist. Bei einem Hubert Romberg muss man das wesentlich weniger machen, als man das in manchen anderen Fällen tun muss. Aber wir haben schon oft genug das Problem, dass man gleich versucht, Schritt 2 und 3 mit zu antizipieren von Corporate-Seite. Also sprich, man sagt, ja, dann gründen wir das und nächstes Jahr ziehen wir es wieder ins Stammgeschäft rein. Und weil dann macht es ja schon Umsatz und so weiter. Und wir sagen immer, wir sind ja eigentlich ergebnisoffen unterwegs. Also wir machen ja den Markttest nicht, weil wir schon wissen, was der Markt sagt, sondern wir machen den Markttest, um etwas herauszufinden und am Konzept zu feilen und schauen, wohin sich es entwickelt. Und das sieht man selbst bei einem Projekt wie II, dass sich die Dinge relativ stark verändern. Und in Wahrheit kann man, wenn man sowas startet, man hat natürlich eine Hypothese, wann das Ding einmal positiv sein wird. Oder wie du sagst, Christoph, den Businessplan kann man sich immer schön hinrechnen, einen Hockeystick hinrechnen. Die Charts schauen, glaube ich, auch seit 15 Jahren immer gleich aus. Aber man muss vor allem darauf hinhauen, dass man eine gewisse Offenheit sich lässt. Also ich glaube, man muss eine ähnliche Vision haben, aber das ganz Zentrale ist, wir wollen irgendwo hin, aber ob das genau so funktioniert oder nicht, das kann man in der Form nicht sagen. Und im Gegenteil, wenn man hier zu starre Vorstellungen hat und zu genaue Dinge, wie es funktionieren sollte, dann ist das eher
dann wird das zu einem Problem, weil daran wird man dann gemessen und das ist dann vielleicht die Zahl, die die im Kopf haben, ist vielleicht gar nicht mehr die, die die entscheidende ist zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt einen anderen Status hat. Erich, das ist ja im Bereich vom Intrapreneurship, das ihr stark vorantreibt, ja nicht anders. Ne? Weil letztens, wo ich bei euch war, Projekte gesehen, wo man Games entwickelt hat, so zwei Mitarbeiter da, ganz tolle innovative Sachen, die entstanden sind, glaube ich, auf Blockchain-Technologie oder sowas. Und die werden jetzt, glaube ich, die Möglichkeit bekommen, das irgendwie weiterzuentwickeln. Wie geht ihr dann damit um? Kriegen Sie KPIs aus dem Kerngeschäft draufgelegt oder haben Sie freie Räume, das einmal zu entwickeln, ergebnisoffen? Die Problematik ist natürlich, wir haben 4 Milliarden ungefähr Gesamtumsatz. Es gibt jedes Jahr von den 6 Business Units eine Menge Ideen für das nächste Jahr, die umzusetzen sind von einer IT-Abteilung, von der ganzen Organisation. Und dann kommt noch irgendwo eine Innovationsidee aus der Entrepreneurship heraus. Und die Frage ist eben 1% Umsatzsteigerung im Kerngeschäft versus einer netten Innovationsidee, die dann vielleicht 10 Millionen bringt oder Umsatz bringt und vielleicht einen Deckungsbeitrag von, weiß nicht, 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen bringt. Und diese Frage, an der schabt man ständig herum, ob das jetzt Company Builder ist oder Entrepreneurship ist, worin investiere ich wirklich? Und die mittelfristigen Innovationsideen, die eben erst in 2, 3, 4 Jahren vielleicht tatsächlich dann heranreifen, da in den ersten 2, 3 Jahren mit normalen KPIs hier umzugehen, dann würden wir keinen Millimeter auf den Boden bringen, aus meiner Sicht. Jetzt sehr provokant gefragt, bitte nicht so, nicht in eure Richtung. Ja? Aber war das nicht die Falle, in die, keine Ahnung, Kodak, Nokia und so weiter getappt sind? Wer? Nochmal. Kodak, Nokia, also die Companies, die es dann natürlich, tatsächlich... Natürlich, genau das sind die Fragen, die auch mannigfach beschrieben sind von Clayton Christensen, das Dilemma und. Das sind genau die Fragen, die wir in der Corporate nach wie vor heutzutage nicht endgültig gelöst sind, weil wir eben endliche Ressourcen haben, weil wir Ressourcen priorisieren müssen etc., die diversen Interessen von Business Units da sind und aus Shared Service Funktionen eben auch eine Auftragsbeziehung intern haben zu den diversen Business Units. Also hier an dieser Frage reibt man sich wirklich und da braucht es eben dieses Commitment, dieses extra Commitment des Vorstandes für eine strategische Initiative zu sagen, okay, ja, ich weiß, das bringt jetzt nicht diesen ROI nächstes Jahr, aber ich bin überzeugt, dass das Unternehmen, die Unternehmensorganisation daran lernt und für die Zukunft damit wichtige Assets schafft. Das muss man versuchen rüberzubringen und da das Commitment herbeizuführen, wobei auch wiederum, ich muss über den Vorstand in den Schutz nehmen und die Geschäftsleitungen, sagt es mir ein Thema, wo nicht das Commitment des Vorstands besonders notwendig ist. Ob das jetzt Responsible Gaming ist, HR ist, IT ist, wurscht, es ist immer das Commitment des Vorstands unbedingt notwendig. Ja, und dann kommt man mit Innovation eben auch nochmal und wir brauchen extra das Commitment des Vorstandes. Also die sind auch Getriebene. Ja, ich sage auch nicht, dass es trivial ist. Ja? René, du wolltest antworten. Ich glaube, das strategische Ziel ist klar. Unternehmen müssen Innovation liefern, um langfristig zu existieren. Die Frage ist, intern oder extern über Zukäufe? Ich glaube, es gibt eine Industrie, die in den letzten 35 Jahren eine ganz tiefgreifende Entwicklung durchgemacht hat, nämlich die Pharmaindustrie. Und wenn man sich heute anschaut, wie Big Pharma funktioniert, ist das gänzlich was anderes, als das vor 30 Jahren war. Es gibt x kleine, mittelgroße und mittlerweile Unicorn-bewertete Biotech-Companies, die in Wahrheit die Entwicklungsabteilungen für Big Pharma geworden sind, deren eigene Entwicklungspipeline im Vergleich zu vor 25, 30 Jahren in Wahrheit komplett ausgetrocknet sind. Und die haben sehr klar gesagt, wir kaufen bestehende, bereits entwickelte Produkte mit hohem Potenzial zu oder gehen über Kooperationen mit externen Partnern. Meine Überzeugung nach der Erfahrung der letzten Jahre ist, dass es in nur ganz wenigen Fällen in einem Corporate eine Kultur und eine Struktur gibt, die es ermöglicht, sagen wir mal konservativ, das Kerngeschäft weiterzuentwickeln und gleichzeitig risikoreich, hochinnovativ neue Konzepte zu entwickeln. Es gibt diese Beispiele natürlich.
mehr in Amerika, glaube ich, als in Europa. Aber es spricht absolut nichts dagegen, eine Buy-Strategie, Buy-and-Build-Strategie zu fahren, wo man mit externen Partnern gute Beziehungen hat, deren Portfolio und deren Entwicklung sich anschaut, neue Projekte und Produkte am Markt screent und dann zu dem Zeitpunkt, wo das Risiko überschaubar wird für den Corporate, das Ganze hineinkauft in den Konzern, dann ist auch die Integration schon eine einfachere. Das ist natürlich jetzt nicht die Best Message oder News für Innovation Centers unbedingt in Corporates, aber ich glaube, wenn die sich als Scouts sozusagen aufstellen, um diese Kooperationen zu pflegen und dann in Wahrheit in einer Art erweiterten M&A-Funktion die Sachen reinzuholen, um die Innovation und das Wachstum sicherzustellen, dann ist das durchaus ein Weg, der corporate kulturell verträglich ist und für die Startups in Wahrheit das bringt, was sie brauchen, nämlich irgendwann den Corporate Partner und oder den Exit, damit das Investment irgendwann wieder zurückgespielt wird. Christoph, du nickst. Kannst du das so unterschreiben? Wie ist das bei euch? Zum Teil, ich muss ein bisschen ausholen. Ich war Anfang Februar in Tel Aviv unten, habe mir dort die Startup-Szene angeschaut, habe mir dort angeschaut, wie große Investoren wie Intel und Co. in Venture Capital, wie die agieren, oder? Und wenn ich dann von Intel höre, ja, sie machen Microcredits ab 30 Millionen und wollen dann einen Hebel von 1 zu 3, 1 zu 4, aber das ist dann eher strategisch, weil irgendein Manager von ihrem von ihrer Firma gesagt hat, hey, das wäre was Gutes. Das ist die eine Richtung, oder wo mir dann wieder fragen lässt, was können wir hier in Österreich tun oder in Europa tun? Und die andere Aussage war dann, ja, wir haben zwei Themen, wo wir Venture Capital einsetzen, strategisch und finanziell, logisch. Die finanziellen, da wollen sie dann eine Skalierung von 1 zu 100, 1 zu 1000, was auch immer haben, oder? Und das sind ganz andere Hebel, wie wir sie, glaube ich, hier in der Region haben. Und dann, wenn ich mir die Startup-Szene angeschaut habe, die dann gesagt haben, hey, wenn ich eine Firma gründen will, dann kriege ich gleich mal 500 bis 700.000 vom Start zum Starten. Und das muss ich nicht zurückzahlen, wenn es schief geht. Oder, das ist die zweite Aussage, ich hole mal externes Venture Capital, nicht von Israel, und kriege 50% vom Staat nochmal on top draufgelegt. Und das sind irgendwie andere Hebel, die die Startup-Szene da unten ganz, ganz massiv beeinflussen. Und da stelle ich mir die Frage, was haben wir hier in Österreich, in Europa für Möglichkeiten? Oder wo wir ganz tolle KMUs haben, wo wir gute Firmen da haben. Wir haben ja eine gute Qualität von Themen. Wie müssen wir damit umgehen? Klar, es ist zum einen dann von innen heraus, ist es immer nicht ganz einfach, aber wenn dann Corporate mit Corporate plötzlich reden, die eh vielleicht mal ein gemeinsames Projekt gemacht haben, eine AGE gemacht haben, was auch immer, wo ein Vertrauen da ist, wo man sich öffnet und dann die Fragestellung gemeinsam mit den jungen Gründern und Gründerinnen angeht, das könnte eine Antwort sein auf das Geschehen, was nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt passiert. Oder? Wir müssen da schauen, in welchem Topf und in welchem Gewässer bewegen wir uns da. Oder? Also von dem her, Firmen zusammenbringen, die Fragestellungen gemeinsam definieren, öffnen und dann schauen, kann man es vielleicht in der Firma mit zwei, drei gemeinsam machen oder gibt es da eine junge Truppe, die sagt, hey, genau die Idee hätten wir auch, wo wir dann Scouts brauchen, was auch immer, um gemeinsam die Region, die Unternehmen weiterbringen. Vielleicht anknüpfen zwei Fragen noch von mir und dann würde ich euch einladen zu fragen, Lukas, in deine Richtung zunächst das Thema mehrere Corporates, die gemeinsam eine Company bilden. Ist das ein realistisches Szenario oder baut man es in der Regel sehr speziell für einen und für seinen Use Case? Also wir haben es schon mehrfach angedacht, gemacht haben wir es in der Form, noch nie, aber ich finde es prinzipiell, also grundsätzlich finde ich es sehr sinnvoll. Aus mehreren Gründen. Erstens kann man Kompetenzen poolen, man kann Marktzugänge poolen, man kann einfach auf Ressourcen zurückgreifen, die man sonst vielleicht nicht hat. Ich sage einmal so, es ist ja in der Kooperation mit Corporates so schon oft schwierig, die erwähnte Geschwindigkeit auf den Boden zu bringen und sozusagen in die eigene Falle zu tappen. Wenn es mehrere werden, ist es sozusagen natürlich um nichts einfacher. Das heißt, unsere Gedanken gehen da momentan eher so in diese Richtung. Wir fangen dann tendenziell eher mit
einem Partner sozusagen an, sind aber völlig, völlig offen dafür, das auch später zu öffnen. Weil das ist so ein bisschen wie bei den Prototypen, wenn man jemandem einen sehr unfertigen Prototypen zeigt für etwas, für eine App, dann kriegt man ein sehr offenes Feedback. Dann sagt man, na, eigentlich müsstest du doch was ganz anderes machen, das ist eine völlig blöde Idee. So, jetzt zeige ich dir mal einen relativ fertigen Prototypen, der schon ausschaut, das wird schon wahnsinnig viel Energie drinstecken und plötzlich kriegt man nur noch ganz Detailanmerkungen. So, ja, aber das könnte man noch ein bisschen verrücken und die Usability da wäre doch vielleicht der Button weiter rechts. Ja. Da zweifelt dann niemand mehr ganz so stark am Konzept. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wenn ich einmal zwei Schritte weiter bin, einen zweiten Partner reinzuholen, kann dem Ganzen noch einmal einen Anstoß verteilen. In der Frühphase ist es, glaube ich, mit sehr großen Herausforderungen verbunden, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann. Okay, jetzt von meiner Seite noch abschließend dieses Thema noch einmal aufgegriffen. Wir gründen gemeinsam. Ist das jetzt eine Joint Venture und wie geht man's an eigentlich? Bewertet man irgendwas oder sagt man 50-50, weil sparen wir uns die Bewertung? Oder was sind so die tatsächlichen To-Dos diesbezüglich dann? Ich mache es ganz kurz, ich brauche nur eine Minute. Das ist bei uns, sagen wir mal, sehr stark projektabhängig. Üblicherweise sind wir in den Projekten, die wir mit Corporates gemeinsam machen, Minderheiten beteiligt. Allerdings wollen wir einen gewissen Share haben, dass wir einfach auch gewisses Mitspracherecht darin haben, sonst ist es auch nicht unser eigenes. Das wird ganz am Anfang sozusagen ausgemacht, da richten wir uns dann nach verschiedenen Kriterien, auch wenn später gegründet wird. Aber ganz am Anfang vom Projekt wird man sich mal grundsätzlich einig, wobei wir versuchen, die langwierigen Diskussionen über Formulierungen in Gesellschafterverträge so weit rauszuschieben, bis man sozusagen ein positives Marktfeedback haben, sonst ist nämlich die Diskussion völlig umsonst. Aber jetzt noch einmal ein bisschen die Termsheets 1, 2, so, was sind so die spannenden Themen? Gibt es da auch Vesting-Bedingungen, ja, die man sonst auch kennt? Was, genau, sind so für also es gibt im Normalfall ein Termsheet, über das man sich grundsätzlich einig wirkt. Es gibt dazu noch einen Dienstleistungsvertrag, weil man ja sozusagen operativ zusammenarbeiten muss. Das heißt, zum Start gibt es in unseren Projekten meistens einen schlanken Dienstleistungsvertrag und ein schlankes Termsheet. Und im einen wird sozusagen auf das andere verwiesen, dass klar ist, wenn das erfolgreich sein wird, dann wird zu den und den Bedingungen gegründet. Und ja, da sind genau die Dinge drin, wenn wir sonst Startups gründen, über die wir uns dort auch Gedanken machen. Da geht es um Vesting, da geht es darum, wie funktioniert ein Exit, wie funktioniert im Fall einer Liquidation, halt alles, was in so einem Termsheet drinsteht. Aufgriffsrechte, Vorkaufsrechte, genau, alles drinnen. Also Beispiel, üblicherweise hat man es ist ganz üblich, dass der Corporate Partner, wenn er von Anfang an dabei ist, sozusagen irgendeine Form der Vorkaufsrecht hat, irgendein Spin-In-Kriterium, das sind Dinge, über die wir uns am Anfang üblicherweise relativ ausführlich unterhalten. Okay. René wollte ergänzen. Ich glaube, bei dem Thema Cap-Table, weil das ist ja das, wovon man redet, darf man eines nicht vergessen und diese Erfahrung haben wir nicht so am Radar gehabt, aber die Erfahrung haben wir gemacht. Mit einem Cap-Table, der aus einem Company-Builder kommt, ist mittlerweile der Weg in die Venture-Capital-Industrie zu. Weil dort ist Voraussetzung, dass die operativen Mitarbeiter des Unternehmens zumindest 80% der Anteile halten, weil sonst ist die nächste Finanzierungsrunde nicht mehr möglich. Das heißt, wenn man den Weg über den Corporate-Company-Builder geht oder so wie es wir machen, einfach Startups entwickelt und dann ein Management reinholt, das man natürlich beteiligt, aber nicht mit 80%, dann sollte man entweder als Gründer oder als Company Builder, vereinfacht gesagt, eine Put-Option gegen den Corporate haben, um abgesichert zu sein, weil wenn der Mehrheitseigentümer ist, dann wird der Markt der Käufer für mich sehr, sehr schmal, oder genug finanzielle Mittel im Hintergrund, um die Finanzierung, das Wachstum durchzuhalten, auch ohne Venture-Capital-Beteiligung. Sehr spannend, danke für diese Details. Fragen? Christoph? Ich finde es mehr im Kommentar, also ich finde sehr viel in der Diskussion jetzt über das Was, aber eben das Warum, was ich am Anfang gemeint habe, ist, warum fällt es einem Konzern so schwer, Innovation zu machen? Und zwar, ein Konzern versucht, ein existierendes Businessmodell zu beschützen und zu kontrollieren. Und die ganze Struktur ist darauf aufgebaut. Das heißt, sie wollen nicht, dass irgendwo Innovation passiert, weil es könnte ja das Businessmodell gefährden und die Kontrolle. Und die Kontrolle gefährden des ganzen Businessmodells. Daher will ich das nicht. Das bedeutet, wenn ich Innovation machen will, muss ich außerhalb dieser Kontrolle und dieser Struktur agieren. Das ist die Basis. Das kann ich sehr leicht, indem ich sage, ich mache eine externe Firma auf und macht's mal. Da habt ihr ein Budget und macht's mal. Das ist eine sehr vereinfachte Art, aber verschiebt die Probleme auf später.
Weil ich muss ja irgendwann damit dann ja was machen, wenn es irgendwann funktioniert oder am Markt ist. Das heißt, die zweite große Frage ist quasi, was will ich als Konzern und wie sehr will ich das machen? Weil ich kann jetzt hergehen und sagen, ich mache ein Innovationsprogramm intern, da muss ich intern einen freien Raum schaffen, oder ich sage, ich mache es extern, aber trotzdem sollte ich mich halt mit dieser Frage beschäftigen über, was bedeutet Innovation für mich? Weil als Konzern, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Konzern und ich habe ein existierendes Businessmodell und ich weiß, wie ich meine 1-5% Wachstum im Jahr schaffe, warum will ich dann Innovation machen? Ich müsste ja Angst haben, dass mein Businessmodell nicht mehr existiert, um zu sagen, ich muss Innovation machen. Das ist ja der einzige Grund als Konzern, warum ich jetzt sage, ich fange damit an. Und das ist auch das große Problem vieler Konzerne, weil sie halt jetzt über 30, 40, 50 Jahre einfach viel nicht machen mussten, weil es halt sehr einfach war zu wachsen und jetzt es viel schwieriger wird und durch die digitale Disruption halt auch viele Businessmodelle gefährdet werden. Und ich glaube, das ist halt da fängt es an mit, warum Innovation gemacht wird. Und ich glaube, um die Frage sollte man sich auch mehr beschäftigen. Ja, bitte, gerne. Ja, ich wollte nur ganz kurz, ich bin überhaupt nicht da, um irgendwelche Corporates zu verteidigen, aber ich glaube, dass diese Sicht doch sehr einschränkend ist, weil ob das jetzt die Automobilindustrie, die Elektronikindustrie, die Pharmaindustrie, welche große Industrie auch immer, die es seit 100 Jahren gibt, die gibt es heute auch noch, und der Großteil der Innovation, die wir täglich nützen, kommt sehr wohl aus den Entwicklungsabteilungen der sehr, sehr großen Konzerne. Und das, wovon wir hier sprechen, ist sozusagen ein schmaler Streifen der Innovation, der tatsächlich, weil er mit sehr viel Risiko behaftet ist, innerhalb der Konzerne nur sehr, sehr schwer machbar ist. Aber der Großteil der Innovation wird definitiv in den großen Corporates und deren Entwicklungsabteilungen abgefahren. Ja, und wie Erik vorher auch gesagt hat, auch deswegen schwer machbar, weil man tut sonst ja auch Innovation vorantreiben, dann die Entscheidung zu treffen, unsere Ressourcen auf diese potenziell disruptive draufzulegen, ist ja wahrscheinlich zu hohe Opportunitätskosten, die dahinter liegen. Aber eine Ergänzung noch, nur zum Stichwort, man verschiebt das Problem auf später. Das stimmt, aber das hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn man sich die Probleme von vornherein mitdenkt und antizipiert, also jede Eventualität mitdenkt, dann fange ich gar nicht erst damit an. Ja? Und also ich kann die Probleme ganz am Anfang lösen, wo es noch gar nicht sicher ist, ob es überhaupt funktioniert, und relativ viel Ressourcen darin investieren. Oder ich schaue mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich das Problem dann später auch nicht lösen. Hat man vorne relativ viel Zeit und Energie gespart. Und wenn es dann funktioniert, dann kann ich es sozusagen immer noch machen. Also das ist sozusagen ein bisschen schon das Plädoyer für eine gesunde Naivität, ja? Das man im Konzern nur schwer umsetzen kann. Aber ich glaube, in einem Modell, wo man Neues außerhalb zulässt, ist einfach das Potenzial, so etwas zu tun, wesentlich größer. Ja, weitere Fragen? Daniel? Was versteht Sie unter Innovation? Was ihr unter Innovation versteht, die Frage. Innovation ist für mich im Prinzip immer, wenn ich etwas Neues mache, was davor noch nicht da war, sehr breite Definition, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu machen, wo ich davor noch nicht genau gewusst habe, wie ich es denn mache. Also es kommt etwas Neues, das sozusagen, der Weg dorthin war bisher unklar, es kommt etwas Neues heraus, wie wir genau dahin kommen oder wie wir uns genau dahin bewegt haben, das ist von ex ante sozusagen nicht klar. Dann ist es Innovation, weil hinten raus was Neues kommt, das davor nicht klar war. Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Innovation ist meistens all das, wo die anderen oft sagen, na, das geht so nicht, das haben wir immer schon anders gemacht. Okay. Erich, wie definierst du Innovation? Innovation hat sicher was mit Neues zu tun. Innovation ist dann relevant für uns, wenn es entweder um eine Eigenentwicklung eines neuen Zugangs geht oder um die Umsetzung und Nutzung von technologischen Möglichkeiten in unserem Geschäftsfeld. Dann ist es für mich innovativ, wenn ich sage, okay, ich nutze jetzt das Thema Mobilität, ich nutze das Thema Blockchain etc. und bringe es in meinen Kontext unseres Geschäftsmodells oder unseres Kerngeschäftes. Dann ist es für mich innovativ. Und entscheidungsleitend bei der Frage der Innovation ist aber schlussendlich unterm Strich der potenzielle Umsatz, der daraus kommt. Oder wie geht es dir das an? Letztendlich ist es eine strategische Fragestellung, und um nochmal vielleicht ein bisschen zu replizieren, warum machen wir Innovation? Das Glücksspielgeschäft grundsätzlich hat Kunden, attraktiv ist es für Kunden ab 30, ungefähr von 30 bis zu knapp vor
vom Ableben, da ist es interessant. Uns die Problematik ist natürlich, die aus der ganzen Digitalisierung etc. getrieben wird, das Kundenverhalten ändert sich, deshalb machen wir Innovation, um die 18- bis 30-Jährigen, und die dann in Zukunft auch unsere Kunden sein werden, die aber nicht mit der Oma in die Trafik gegangen sind und einen Hublos gekauft haben, weil du es nicht gelernt hast. Das haben die 30-Jährigen, die heute 30-Jährigen, nämlich noch gelernt. Die in 10 Jahren erkennen, also okay, was ist eine Trafik, was ist ein Rubellos? Und da liegt der Hund begraben. Und da müssen wir schauen, relevant zu bleiben für diese jüngere Zielgruppe. Okay. Ein ganz kurzes Beispiel. Ist InstaHelp zum Beispiel ein innovatives Produkt oder ist es eine Innovation? Im Prinzip bietet ein klinischer Psychologe genau das Gleiche an, wie er bisher auch angeboten hat, nur über ein neues Medium. Das heißt, in dem Fall, und das ist das, worauf wir auch versuchen, immer zu fokussieren, wir überlegen uns, welche Bereiche werden durch die Digitalisierung disruptiert oder verändert und wo können wir über unser Wissen mit Kommunikation und Kommunikationsplattformen da einen Beitrag leisten. Der erste Bereich war Nuki, wo man gesagt hat, das macht Sinn, da können wir mit dem Handy den Schlüssel ersetzen. Der zweite Bereich war dann das InstaHelp, wo wir in Wahrheit eine Plattform zur Verfügung stellen, die 3 Probleme eliminiert. Das eine, die Angst zuzugeben, dass man zum Psychologen geht, das eliminieren wir durch die Anonymität. Das zweite, die Zeit und die Verfügbarkeit, das wird dadurch eliminiert, dass es von überall und jederzeit verfügbar ist. Und das dritte ist, dass der Preis, den diejenigen zahlen können, die Beratung brauchen, der ist einfach nicht so hoch wie der Preis, den die verlangen müssen, die Beratung anbieten, weil sie lange studiert haben und davon leben müssen. Und der Preis hat ein Element, das ist Kundenakquisition, das ist Miete vom Objekt etc., das minimieren wir auch durch die Plattform. Und das ist jetzt nicht ein neues Geschäftsmodell, das wir erfunden haben, aber in einem ganz spezifischen Bereich ist es mit unserer Kompetenz einen innovativen Weg, dieses Geschäftsmodell anzubieten. Ja. Weitere Fragen? Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese, sage ich mal, jetzt vielleicht aus meiner naiven Sicht, klassische Finanzierungsschritte, Pre-Seed oder auch Unternehmensentwicklungsphasen, Pre-Seed, Seed, Series A, B, C, da ein bisschen überhaupt sich auflösen, verschwimmen. Ist das jetzt nur mein Eindruck oder wie läuft das dann in Wirklichkeit aus eurer Sicht? Läuft das besser ab? Gibt es da Vor- und Nachteile, dass das jetzt sozusagen im Zusammenhang mit einem Company Builder eigentlich nicht so klassisch daherkommt? Ich habe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, keine Pre-Seed, Seed, A und B Finanzierungsrunden gemacht, sondern wir haben immer dann geschaut, dass wir eine Finanzierungsrunde zustande bringen, wenn das Unternehmen ein Geld gebraucht hat. Und das zu der Bewertung, die wir zu dem Zeitpunkt am Markt durchsetzen konnten. Nachher kann man ein Schild draufhängen und sagen, das war damals wahrscheinlich eine Pre-Seed und das war dann eine Series A. Aber in Wahrheit ist das nie unser Zugang gewesen, sondern wir haben immer gesagt, die Leute, die operativ das Geschäft betreiben, sollen sich keine Gedanken darüber machen, ob sie das in 3 Wochen auch noch können, weil das ist unser Problem. Und wir müssen dafür sorgen, dass Geld zur Verfügung steht, natürlich wenn wir an das Unternehmen glauben. Wenn wir sehen, das geht in die total falsche Richtung, dann werden wir uns nicht aus dem Fenster lehnen oder eigenes gutes Geld schlecht nachschießen. Noch Fragen? Aber das hat bitte keine Allgemeingültigkeit, ja? Ich sage nur, das ist unsere Herangehensweise. Im Venture-Bereich, der ist halt für uns mit einem Company-Builder zu. Ja? Im Venture-Bereich ist es schon so, dass diese Herangehensweise gewählt wird. Aber das ist halt ein anderer Entwicklungspfad, den die Unternehmen gehen. Früher, ich kann das 2000 zum Beispiel, mit der SMS.at haben wir eine Finanzierungsrunde mit Max Mobil gemacht und dann mit T-Mobile. Innerhalb von 6 Monaten, das Unternehmen hat in Wahrheit keinen Umsatz gemacht und wir haben eine Bewertung von 156 Millionen bekommen, Euro schon damals, und haben das dann quasi an T-Mobile verkauft. War das eine Series A, die wir da vorher mit Max Mobil, die Teil von T-Mobile waren, also
oder wir haben sogar ja, IPOs gemacht mit den Unternehmen, lange bevor die Break-Even waren. In Europa? Ja. Okay. Vielleicht noch ein, zwei abschließende Fragen, ja? Ich hätte noch eine Frage an die Company Builder. Und zwar, was können Sie Innovationsleitern, wie können Sie Innovationsleitern helfen, die ein Vorstandscommitment einholen müssen? Und wie weit geht es da? Also, nehmen Sie bei der Hand oder sagen Sie, okay, das bereiten Sie vor? Ich wiederhole kurz die Frage, wie kann man intern einem Innovationsleiter helfen, der noch kein Commitment des Top-Managements hat, dieses Commitment nach innen zu erreichen, die Idee nach innen zu verkaufen? Also ich glaube, auch da muss man wieder unterscheiden, wie weit das Unternehmen ist, also wie gut das Innovationsmanagement im jeweiligen Unternehmen aufgestellt ist. Manchmal braucht es das wenig bis gar nicht, dass man die da unterstützt, manchmal braucht es das umso mehr. Ich glaube, da gibt es jeden Zusammenhang. Ich glaube, was schon wichtig ist, wenn man eine Idee dann gemeinsam vorstellt, pitcht, wenn es wirklich um ein konkretes Projekt geht, also wir reden jetzt nicht mehr über Innovationssetup, über Innovationsorganisation, ich glaube, da geht es halt vor allem um konzeptionelles Sparring, weil wir einfach relativ viel gesehen haben und wissen, was funktioniert in welchem Unternehmen, was vielleicht auch nicht. Stichwort ist Reporting oder wer sitzt da drin oder Kompetenzen. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite das inhaltliche Sparring, was das Setup betrifft, was Konzept betrifft. Und wenn es dann aber eigentlich um die interne Vermarktung oder so geht, dann gilt es, glaube ich, einfach zu demonstrieren, dass man auch gemeinsam daran glaubt. Ja, und dann, ja, im Endeffekt geht das schon so weit, dass man das dann auch dort gemeinsam pitcht und vorstellt und einfach wirklich zeigt, dass man da gemeinsam dahinter steht und das gemeinsam machen möchte. Hat man eine Chance, wenn die Initiative aus der Innovationsabteilung kommt, oder ist das dann nur dann möglich, wenn der Chef kommt und sagt, das brauchen wir jetzt und bitte schauen wir, dass wir das machen? Also vielleicht noch eine Anmerkung dazu, zu der Frage, wir sind im Bodenseeraum auch mit vielen anderen Innovationsmanagern vernetzt und einer davon ist im Marketing angesiedelt. Der macht tagtäglich neue Ideen, um gewisse Themen zu pushen, aber alle für die Schublade. Er kommt nicht über die Marketingabteilung hinaus. Also das heißt, deswegen habe ich vorher so salopp gesagt, wenn man dort irgendwo verhangen ist in der Organisation als Innovationsleiter, dann kündigen und einen neuen Job suchen, wo der CEO oder der Eigentümer wirklich dahinter steht. Ist nicht ganz leicht, aber bis man dort diesen Mindset hat und den Eigentümer oder den CEO dorthin gedrillt hat, bis er es endlich verstanden hat, da ist es dann oft so, dass man so in den Jammergruppen dieser Innovationsmanager verharrt und ja, schön, dir geht es genauso, aber man kommt nicht wirklich weiter. Ein bisschen provokant jetzt formuliert, aber. Ja, ja. Na, und schlussendlich muss man jetzt auch, um das Top-Management ein bisschen in Schutz zu nehmen, sagen, die haben dann auch Vorstandsverträge, die auf kurzfristige EGT-Ziele ausgerichtet sind und variable Bonusanteile, die wahrscheinlich über 50% des Gehaltes ausmachen. Und natürlich rennst du in die Richtung, in die du irgendwie incentiviert bist, aber das ist eine andere Diskussion. Ne? Ich glaube, der Vorstand oder jeder Entscheidungsträger ist jemand, der eine Equity-Story hören will, an die er glauben kann, die in ihm etwas erweckt. Darin unterscheidet sich ein Vorstand nicht von einem Finanzinvestor und nicht von einer zukünftigen Führungskraft, die man einstellen möchte. Und jeder dieser Pitch-Termine, und ich sage Pitch-Termin, weil ich glaube, dass der Innovationsmanager, wenn es über den reinkommt, muss den Gründer zum Vorstand bringen, um ihn pitchen zu lassen. Jeder dieser Termine ist ein Reality-Check, ob ich eine Equity-Story habe. Ja, true. Schlussendlich muss ich auch meine Kunden und potenzielle Investoren oder einen Corporate-Partner davon überzeugen, dass das gescheit ist, was ich mache. Letzte Frage. Wer hat noch eine brennende? In die Runde schauend. Gibt es von eurer Seite noch was Abschließendes anzumerken? Also ich glaube, das war eine spannende Diskussion, ein spannender Vormittag. Danke euch für diese Einblicke und Inputs. Company Building haben wir versucht, euch ein bisschen näher zu bringen, ein paar Best Practices zu zeigen, auch ein paar Stolpersteine aufzuwerfen. Danke vielmals an die Casinos Austria, V-Labs und Up to 11. Danke an Romberg, dass du auch zu uns gekommen bist und mit diesen Best Practice und Use Case. Es geht jetzt weiter natürlich beim Kaffee und Kuchen. Man kann sich weiter austauschen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Werden wir sicherlich mit Casinos ein neues Thema einmal aufgreifen, vielleicht für die zweite Jahreshälfte. In der Zwischenzeit haben Sie dann einmal auch ein Event, das ihr auch hoffentlich kommuniziert oder nicht, die
Innovation Days. Also falls ich da was verraten habe, was vertraulich ist, bitte sozusagen löschen. Aber das ist ja auch ein spannendes Thema. Am 4.4. veranstalten wir unseren 7. Innovation Day. Das Thema ist Smart Companies und all das Thema, die Companies und Corporates bewegen, ist grundsätzlich eine Invitation-Only-Veranstaltung. Wir können gerne, der Christian ist der Ansprechpartner und die Melanie gestalten das Programm. Man kann sich gerne an sie mal wenden und auch sagen, okay, würde mich interessieren, schickst du mir das Programm zu, kann man gerne machen. Kann man, glaube ich, 350 Corporates, die an dem Event teilnehmen, schon eine Traditionsveranstaltung wirklich gut inhaltlich gestaltet und toll besucht. Ist es halb für die eigenen Mitarbeiter und halb für die Innovation Community. Cool. In diesem Sinne, Innovation Community, danke fürs Kommen und viel Spaß noch beim Netzwerken. Applaus